Ja, ich will noch mal ganz kurz rekapitulieren. Ihr wisst es ja alle, habt es alles mitgekriegt. Die Proteste haben sich entzündet an der Agrardieselfrage, Abschaffung der Steuererstattung für Agrardiesel und Einführung einer Kfz-Besteuerung für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Das ist Mitte Dezember von der Elefantenrunde, sage ich mal, der Ampelkoalition, also Scholz, Habeck und Lindner, so beschlossen worden als Sparmaßnahme, die dazu dienen sollte, den Haushalt 2024 zu sanieren. Dazu waren sie vom Verfassungsgericht verdonnert worden. Ja, und da hätte die Landwirtschaft dann mit 1 Milliarde Euro beitragen sollen. Das war natürlich, ich glaube, da sind sich auch alle Bäuerinnen und Bauern einig, krass überzogen. Erstens die hohe Summe für eine relativ kleine Bevölkerungsgruppe. Das war unverhältnismäßig. Dann natürlich auch die Art und Weise, diese Überrumpelung, ohne Diskussion mit dem Berufsstand, sowas einfach rauszuhauen. Ja, und auch die fadenscheinige Begründung, es sei ein Subventionsabbau von klimaschädlichen Subventionen, prinzipiell natürlich richtig, aber der Dieseleinsatz ist ja doch im Moment für die allermeisten noch alternativlos. Es gibt ja keine anderen Antriebsarten. Also das war alles ein bisschen too much und das zeichnete sich dann schon sehr früh ab, dass es dagegen sehr, sehr heftige Gegenwehr der Landwirtschaft geben würde. Und jetzt kommt schon die erste Überraschung, wie ich finde. Normalerweise hätte man den Widerstand gegen solche Auflagen, gegen solche Kürzungen ja bei LSV verortet, wie es ja vor 4 Jahren auch war. Pflanzenschutzmittelreduzierung, Düngeverordnung, das hat LSV auf den Plan gerufen. Der Bauernverband hat damals kaum eine Rolle gespielt. Der wurde überrumpelt und übergangen. Aber diesmal war es anders. Der Bauernverband hat von Anfang an zu diesen Protesten sehr schnell und sehr massiv aufgerufen. Es war ja schon, ich glaube, 4 Tage nach Verkündigung der Pläne, gab es ja schon die erste große Demonstration vor dem Brandenburger Tor, wo Rückwied dann eine für seine Verhältnisse sehr zündende und emotionale Rede gehalten hatte. So kannte man ihn eigentlich gar nicht, als Volkstribun. Und da war schon ein Ton in dieser Rede, der mich wirklich überrascht hat. Er hat ja da mehr oder weniger wörtlich gesagt, entweder werden diese Streichungen komplett zurückgenommen oder die Regierung wird ausgewechselt. Das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, dann sind die Proteste ja, wurde ja eine Protestwoche verkündet im Januar, aber vorher schon hat ja die Bundesregierung weite Teile dieser angedrohten Verschärfungen zurückgenommen. Sie hat ja abgesehen von einer Einführung einer Kfz-Steuer, das war schon mal die Hälfte, die war weg. Und die Dieselverbilligung sollte ja dann über einen Zeitraum von mehreren Jahren ausschleichen, sozusagen. Also hätte da die volle Härte die Landwirtschaft auch nicht gleich im ersten Jahr getroffen. Und trotzdem blieb der Bauernverband ganz standhaft bei seiner angekündigten Demo-Woche und hat es auch voll durchgezogen. Und diese Demonstrationen waren ja schon eindrucksvoll, das muss man sagen. Aber auch nicht so ganz, ja, ohne leichten Beigeschmack. Es gab durchaus Unterwanderungsversuche von rechts. Es gab auch seitens der Bäuerinnen und Bauern sehr fragwürdige Symbole, Ampel am Galgen. Es wurden Politiker wie Habeck massiv auch persönlich angegangen. Bei uns in Niedersachsen wurde die Landwirtschaftsministerin zu Hause besucht von einer aufgebrachten Truppe von Treckerfahrern. Ja, das war schon alles ein bisschen grenzwertig. Und auch das hat mich überrascht, diese Heftigkeit. Und dann fragt man sich wirklich, ging es nur um den Agrardiesel? Und ja, das zeigte sich dann ja auch sehr schnell, dass es dem Bauernverband um viele andere Dinge auch noch ging.
Fast parallel zu den Protesten in Deutschland, ein bisschen zeitversetzt, haben dann auch in fast allen europäischen Ländern große Bauerndemonstrationen eingesetzt. Ich glaube, in Frankreich war es mit am heftigsten. Die Anlässe und die Gründe zu demonstrieren waren ganz unterschiedliche. In Polen haben die Leute demonstriert gegen die Einfuhr billigen ukrainischen Weizens. In Holland sind sie sowieso schon lange auf der Straße wegen der Verschärfung der Umweltgesetzgebung, zur Reduzierung der Stickstoffemissionen. In Frankreich haben sie einen, ich meine, einen Forderungskatalog von 140 Punkten übergeben, wo übrigens ganz prominent die Verbesserung der Einkommenssituation gefordert wurde, sehr konkret auch durch eine Verbesserung des sogenannten Egalim-Gesetzes, was sie dort haben. Das ist ja ein Gesetz, das den Einkauf von Lebensmitteln unter Produktionskosten verbietet. Also das war eine sehr, sehr bunte Gemengelage, die sich da präsentierte. Und ja, dann kam auf europäischer Ebene, also in Deutschland war die Protestwoche dann vorüber. Es gab eine Initiative der Ampelfraktionen, Gespräche mit den verschiedenen landwirtschaftlichen Verbänden. Da war dann nicht nur der Bauernverband am Start, auch die ABL. Wir konnten dort dann eben auch Themen über den Agrardiesel hinaus platzieren, wie zum Beispiel die Verbesserung der Marktstellung. Dieser Prozess läuft immer noch gesetzgeberisch, auch von der Regierung wurde er ja aufgegriffen. Aber dann wurde es auf europäischer Ebene sehr schnell spannend. Und da hat die EU dann zur Überraschung aller, die eigentlich ja gerade erst beschlossene laufende GAP, die war ja erst ein Jahr in Kraft, und die war ja Ergebnis eines sehr, sehr langen, komplizierten, schwierigen Aushandlungs- und Austarierungsprozesses zwischen Landwirtschaft, Umwelt und. Ein Kompromiss, der eigentlich einmal jetzt erst durchgezogen wurde in dem ersten Förderungsjahr. Jetzt läuft das zweite. Wir haben gerade alle den zweiten Antrag der neuen GAP abgegeben. Und schon wurde das ganze Paket, das über Jahre ausgehandelt wurde, wieder aufgeschnürt. Und eigentlich binnen weniger Wochen ganz, ganz stark, ja, reduziert. All die Umweltauflagen, die sogenannten Konditionalitäten, das bedeutet ja die Bedingungen, die Voraussetzungen, um überhaupt Gelder zu bekommen, die wurden angefasst. Als erstes fiel ja die 4% Stilllegungs- oder Bracheregelung. Die ist jetzt für den gesamten Rest der Laufzeit der jetzigen GAP gestrichen. Dann, Philipp hat es gerade schon erwähnt, kamen auch andere Glötzregelungen ins Visier, wie der Grünlanderhalt, wie die Fruchtfolge. Das ist alles noch in der Diskussion. Es wird auch, man muss dann auch schauen, wie die einzelnen Nationalstaaten das umsetzen. Aber das war ein sehr massiver und sehr plötzlicher, ja, eine sehr plötzliche Rücknahme sehr vieler vorher ausgehandelter Regelungen. Und dann fragt man sich wirklich, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Hat die EU-Kommission sich das jetzt mal ausgedacht oder steckt vielleicht auch ein Plan dahinter? Und dazu gibt es schon vom Ende Januar eine ganz interessante Pressemitteilung des Bauernverbandes. Lebensmittelkette rückt zusammen, heißt es dort, Kurswechsel in der Agrar- und Ernährungspolitik gefordert. Und da haben sich mehrere Verbände zusammengetan, Bauernverband, Bundesverband des deutschen Lebensmittelhandels, Handelsverband Deutschland, Deutscher Raiffeisenverband, Bundesverband der Vereinigung der deutschen Ernährungsindustrie, Verband der Fleischwirtschaft und noch einige kleinere. Und die haben eine kurze Pressemeldung herausgegeben, in der sie einen Kurswechsel in der Agrar- und Ernährungspolitik fordern. Sie sagen dann, fundamentale Fehlentscheidungen der Politik haben die Branche in ihrer Wettbewerbsfähigkeit geschwächt und das Ergebnis dieser Politik droht zu einem weiteren Wohlstandsverlust für die Bevölkerung zu führen.
Gefordert sind Pragmatismus, Entbürokratisierung und die Rücknahme von Entscheidungen, die die Landwirtschaft und die gesamte Ernährungsbranche ausbremsen. Und das Ziel Ihrer Initiative ist es, die deutsche Land- und Lebensmittelwirtschaft zu stärken und so die Ernährungssicherheit zu bezahlbaren Preisen zu gewährleisten. Und diese Pressemeldung interpretiere ich eben so, dass es den Rollback der europäischen gemeinsamen Agrarpolitik fordert und schon ankündigt. Alle Maßnahmen, die die Produktion einschränken oder verteuern, die sollen zurückgenommen werden, und zwar zum Wohle, ja, angeblich der Landwirte, aber in Wirklichkeit natürlich des vor- und nachgelagerten Bereiches. Wer hat denn jetzt was davon, wenn auf 4% für Stilllegung vorgesehenen Flächen etwas produziert wird? Vor allem die abnehmende Hand gibt es dann ein bisschen mehr Getreide oder andere Sachen. Und natürlich auch der vorgelagerte Bereich, denn für diese Flächen müssen dann Dünger, Spritzmittel und so weiter, ja auch Saatgut eingekauft werden. Also da ist, finde ich, die Maske schon sehr gefallen. Es geht nicht um Agrardiesel, es geht auch nicht um Steuererleichterungen und was der Bauernverband alles vorschiebt. Es geht eigentlich um diesen sogenannten Rollback der europäischen Agrarpolitik. Und das ist natürlich sehr spannend, weil der ja, wie gesagt, diese gemeinsame Agrarpolitik Ergebnis eines Aushandlungsprozesses war, an dem ja auch der Bauernverband bzw. der Europäische Bauernverband, PUPA, und der Genossenschaftsverband, PUJECA, durchaus beteiligt gewesen sind. Und hier haben sie sich eben wahrscheinlich in einer Phase der Schwäche dazu genötigt gesehen, Zugeständnisse an gesellschaftliche Forderungen zu machen, und haben jetzt den Rückenwind dieser großen Protestwelle genutzt, um diese Zugeständnisse wieder rückgängig zu machen, und haben da bei der EU-Kommission auch ein sehr offenes Ohr gefunden. Das finde ich ehrlich gesagt auch überraschend, denn die EU-Kommission stand ja vorher auch unter Druck der Umweltverbände und so weiter, dass sie sich jetzt von diesen Demonstrationen so beeindrucken haben lassen, auch die nationalen Regierungen. Wir haben gerade noch darüber gesprochen, in Frankreich wurde jetzt das, gerade mal das Ausbauziel für Biolandbau abgeräumt. Da sind ganz viele Sachen, die jetzt rückabgewickelt werden. Und im Endergebnis sind wir eigentlich mit der EU-Agrarpolitik, was Umweltbelange, was Klimaschutz, was Artenerhalt angeht, um Jahre, wenn nicht gar um Jahrzehnte zurückgefallen. Und das zeigt eben, worum es in Wirklichkeit hier geht. Es geht um Geschäfte, es geht um Geld, es geht letztlich um Weltmarktfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit, nicht so sehr der Landwirtschaft, sondern des verarbeitenden Gewerbes, des nachgelagerten Gewerbes. Ja, und viele Landwirte haben sich natürlich trotzdem gefreut, die lästige Flächenstilllegung, die blöde Fruchtfolge, andere hinderliche Auflagen sollen abgeräumt werden. Da freut sich der Bauer, kann er noch ein bisschen mehr arbeiten, noch ein bisschen mehr ackern. Aber wir müssen uns natürlich darüber im Klaren sein, und das auch, das ist vielleicht die Aufgabe der ABL, das in den Berufsstand hineinzutragen, diese Rücknahmen von Umwelt-, Klima-, Biodiversitätszielen beziehungsweise der Maßnahmen, die eigentlich dazu führen sollen, die werden uns ganz bös auf die Füße fallen. Einerseits entziehen wir uns oder ja, entziehen wir uns damit ja die eigenen Produktionsgrundlagen. Niemand ist ja mehr auf gutes Klima, auf Biodiversität, auf eine intakte Umwelt angewiesen als Bäuerinnen und Bauern, die dort wirtschaften wollen. Und andererseits drohen wir natürlich damit wieder in einen noch stärkeren Gegensatz zu NGOs, aber auch zur Gesellschaft insgesamt zu geraten. Also die gerade mühsam wieder teilweise erworbene Akzeptanz der Landwirtschaft in der Bevölkerung, die könnte ganz schnell wieder kippen,
Und wir haben dann im Grunde einen Pyrrhussieg errungen. Wir haben für einen kurzfristigen Vorteil, Befreiung von Auflagen oder ein bisschen mehr Produktion, Akzeptanz verspielt und unsere eigenen Grundlagen auch wieder gefährdet. Ja, was in diesem Zusammenhang wirklich überrascht, das ist die Passivität der Umweltverbände. Das Ganze ist ja im Grunde ohne große Gegenwehr passiert. Philipp hat ja seit Wochen schon versucht, die Plattformverbände zu aktivieren. Wir haben dazu gute Pressearbeit gemacht. Philipp und Henrik haben alles gut analysiert, was da gerade passierte. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Umweltseite war entweder im Tiefschlaf oder in einer Traumwelt gefangen. Und da muss man natürlich auch sehen, dass ja diesen Entwicklungen jetzt in den Jahren vorher große gesellschaftliche Verhandlungen vorausgegangen sind, gerade in Deutschland, ZKL und Borchert-Kommission. Und da haben sich anscheinend die Umweltverbände doch in der Sicherheit gewiegt. Mensch, wir haben jetzt mit dem Bauernverband eine gemeinsame Basis. Der trägt jetzt alles mit, was wir wollen. Wir sind einen riesen Schritt weitergekommen. Ja, und von diesen Erfolgen waren sie doch anscheinend so beglückt, dass sie gar nicht gemerkt haben, dass der Bauernverband mittlerweile diese ganzen ausgehandelten Kompromisse im Grunde aufgekündigt hat. Was jetzt passiert ist, diese Abräumung der Glottstandards, da steht ja im diametralen Gegensatz zu allem, was in der ZKL beispielsweise ausgehandelt wird. Auch den Konsens zum Umbau der Tierhaltung stellt der Bauernverband mittlerweile ja massiv in Frage. Es gab ja jetzt noch mal einen Vorstoß von Özdemir hier zur Finanzierung mit der Tierwohlabgabe oder der Erhöhung der Mehrwertsteuer was zu machen. Dem hat ja der Bauernverband eine ganz, ganz klare Absage erteilt. Und dann hat er ja auch noch gleichzeitig mal alle Initiativen zur Verbesserung der Marktstellung der Bauern, ich sage jetzt nur mal das Stichwort Artikel 148, auch noch versucht abzuräumen. Ob das letztlich von Erfolg gekrönt sein wird oder nicht, wissen wir noch nicht, aber sehr deutlich ist eben schon dieser Versuch und die Absicht des Bauernverbandes, auch da wieder hinter die Ergebnisse, die wir da gemeinsam mit der Gesellschaft erzielt hatten, zurückzufallen. Ja, die NGOs, wie gesagt, langsam wachen sie auf, aber es ist jetzt zu spät. Die Beschlüsse auf EU-Ebene sind ja gefallen. Jetzt kann man natürlich in den Nationalstaaten noch was machen. Jetzt kommen natürlich auch Anfragen. Wie seht ihr das? Es gibt jetzt auch gemeinsame Erklärungen. Da gibt es dann auch schon mal ein Interview von NABU-Präsident Krüger in der Taz, aber auch sehr zögerlich eigentlich. Und wer ja ebenso eingeknickt ist vor der Macht der demonstrierenden Bauern, das ist die Politik. Also da hatten sie auch wirklich Glück mit dem Personal. Mit der FDP hatten sie ja in der Ampelkoalition sowieso eine heimliche Unterstützerin. Olaf Scholz und die SPD sind relativ indifferent. Die gehen immer zum Bauernverband, wenn es hart auf hart kommt, weil ihnen alles andere zu kompliziert ist, sich mit dieser ganzen Verbandslandschaft zu beschäftigen. Ja, und die Grünen, die wir eigentlich an unserer Seite wähnten, die sind wirklich massiv eingeknickt. Da sehe ich im Moment ganz, ganz wenig, was da noch passieren könnte, worum es jetzt noch geht. Und das ist ja auch eine gute Forderung, die Philipp immer wieder aufstellt. Wenn man die Ziele im Bereich Umwelt, Klima, Biodiversität nicht mit den Glötzstandards erreichen kann oder mit Ordnungsrecht, dann muss man auf die freiwilligen Maßnahmen setzen, auf die Eco-Schemes, die Öko-Regelungen. Und dann müssen die massiv verbessert werden. Dann müssen die finanziell besser ausgestattet werden. Dann müssen sie auch ergänzt werden. Wir fordern seit Jahren ein zusätzliches Eco-Scheme für Grünland bzw. Weidehaltung, wie auch immer. Gibt es auch massiven Widerstand.
Das wäre jetzt noch eine Chance für das BML und für Özdemir. Auch Geld müsste da umgeschichtet werden, dass diese Ökoregelungen besser ausgestattet werden. Und dann gibt es natürlich noch als dritte Möglichkeit auf der Länderebene die AUKMs. Aber auch da ist keine große Bereitschaft zu erkennen, da nochmal ranzugehen. Die Verwaltung möchte diese Pakete nicht nochmal aufschnüren. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir da noch was erreichen werden, in Richtung bessere Ökoregelung. Der Kampf lohnt sich allemal, aber er bleibt sehr schwer. Ja, das Fazit ist also, wir haben uns im Grunde alle vom Bauernverband überrumpeln und übertölpeln lassen. Die Politik, die NGOs, auch die anderen Bauern, übrigens auch LSV, muss man auch mal ganz klar sagen. Der Bauernverband hat die Proteste an sich gerissen, LSV hat teilweise mitgemacht, hatten aber ja auch eine ganze Menge andere Forderungen. Es gab ja durchaus auch noch Kontakte zwischen ABL, BDM, Milchbord, LSV, Ökoverbänden, wo wir uns auf gemeinsame Forderungen verständigt haben. Aber davon wird herzlich wenig umgesetzt, beziehungsweise die eine gemeinsame stark vorgetragene Forderung nach Umsetzung des Artikel 148 wird vom Bauernverband massiv hintertrieben, auch wieder mit Hilfe der FDP. Der Bauernverband hat natürlich auch massiven moralischen Druck gemacht mit dem Argument, Mensch, die Agrardieselgeschichte, das war doch wirklich eine Schweinerei, das empfinden wir ja auch alle so. Und nun müssen wir uns doch hinter dieser Forderung versammeln. Bitte nicht über irgendwas anderes reden. Viele haben sich dran gehalten. Der Bauernverband hat aber von Anfang an im Hintergrund ganz andere Forderungen gestellt, denke ich. Wie gesagt, diese gemeinsame Presseerklärung mit Lebensmittelwirtschaft und stammt schon aus dem Januar. Ja, man kann also sagen, ein Stück weit ist das Kind in den Brunnen gefallen. Wir fangen in vielen Bereichen wieder da an, wo wir vor Jahren schon waren. Besonders bitter ist es natürlich, dass es in einer Regierung passiert, an der die Grünen beteiligt waren. Man muss ja sagen, Özdemir fällt ja weit hinter die Standards, die seine CDU-Vorgängerin Julia Klöckner gesetzt hat, zurück. Das ist natürlich eine ganz bittere Lektion, die wir da lernen müssen. Was kann uns helfen? Wie gesagt, einerseits die Forderung nach besseren Ökoregelungen, Umschichtung, dass man damit noch was rettet. Das tragen wir ja auch weiter vor. Finden wir auch offene Ohren, aber es ist ein harter Kampf, da was zu erreichen. Und das andere ist, wir müssen uns wieder auf die gesellschaftlichen Bündnisse besinnen. Vielleicht sind ja unsere Partner dort in meine Landwirtschaft oder bei der Demo, wir haben es satt, jetzt auch wieder ein bisschen motivierter, sich da einzubringen. Und das wird eben eine Gegenreaktion sein müssen, dass die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft zeigt, nein, so kann man das mit uns nicht machen. Wir hatten Konsense erreicht, wir hatten Fortschritte gemacht und das wird jetzt alles zurück abgewickelt. Das kann so nicht bleiben. Da setze, hoffe ich so ein bisschen drauf, dass man der Demo in Berlin vielleicht wiederbelebt, auch vielleicht in anderer Form. Aber das, denke ich, ist im Moment unsere einzige Option. Da arbeitet Philipp ja auch massiv dran in der Plattform und so weiter. Ich bin gespannt, ob sich da noch was regt. Was ich besonders bitter finde, diesen Riesenerfolg hat der Bauernverband ja eigentlich mit ganz geringem Aufwand eingefahren. Er hat zwar zu den Demos aufgerufen, hat sie auch mit ihm organisiert, unterstützt wurde er aber von vielen, vielen anderen Bäuerinnen und Bauern, die eigentlich ganz was anderes im Sinn hatten als diese Rollback-Pläne des Bauernverbandes. Er ist auf wenig Gegenwehr gestoßen. Man hat sich vom Bauernverband massiv beeindrucken lassen. Die ganzen europäischen Sachen sind dem Bauernverband quasi in den Schoß gefallen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das von Anfang an so in diesem
großen Umfang der Plan war. Was auffällig ist, der Bauernverband redet gar nicht sehr viel über diese abgeräumten Glötzstandards, weil er, glaube ich, sich so darüber freut oder ja, weil das auch für ihn selbst unverhofft kam, kann man es besser mit Schweigen übergehen, als da noch jetzt triumphieren. Aber das sind natürlich schon riesengroße Erfolge. Eigentlich hat der Bauernverband jetzt das erreicht, wofür LSV vor 4,5 Jahren mal ursprünglich auf die Straße gegangen ist. Gleichzeitig die ganzen Marktinitiativen, Marktregelungen und so weiter erstmal wieder in der Mottenkiste verschwinden lassen. Und der Bauernverband und gerade sein Präsident Rupieck, die sitzen ja fester im Sattel denn je zuvor. Also Rupieck hat damit seine Position sehr gestärkt. Die war ja vorher durchaus angeschlagen. Und er hat ja auch mit diesen Demos ein großes Risiko, ist er da eingegangen. Er hätte ja auch alles schief gehen können. Massive Unterwanderung, Auswüchse, Gewaltexzesse, gesellschaftliche Ächtung. Aber das ist alles gut gegangen. Es ist alles richtig gut gelaufen. Und ja, alle anderen Bauernverbände sind erstmal wieder auf die Plätze verwiesen. Ja, das ist ein bisschen trauriges Fazit, aber ich glaube, man muss es eigentlich so ziehen. Man kann natürlich darauf hinweisen und hoffen, dass es zu einer Gegenwehr oder einer Gegenreaktion aus der Zivilgesellschaft kommt. Denn die andere Möglichkeit, wie sich noch wieder was ändert, die wünschen wir uns alle nicht. Die ist nämlich eine weitere Zuspitzung der Klimakrise, der Biodiversitätskrise, der Umweltproblematik, selbst der Grundwasserproblematik. Auch das Düngerrecht wird ja angepackt, es wird auch aufgeweicht. Ja, das ist eben die andere Möglichkeit, dass uns ja, weitere Eskalationen dieser Krisen doch letztlich dazu zwingen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das wäre natürlich einerseits sehr unerfreulich, aber andererseits ist es wahrscheinlich unausweichlich. Wir verlieren aber in der Zwischenzeit natürlich sehr viel Zeit. Das Artensterben geht ja weiter, der Klimawandel geht weiter. Und jedes Jahr, wo man keine Gegenmaßnahmen ergreift, ist ja ein verlorenes Jahr. Ja, das ist so ein bisschen die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Ein Punkt, der nicht so ganz in diese Abräumung von Umweltstandards passt, ist ja, dass die EU-Kommission allen Betrieben unter 10 Hektar jetzt eine gewisse Freiheit von Kontrollen und Sanktionen gewährt hat. Man muss sich das mal klar machen. Die Betriebe unter 10 Hektar, die machen ungefähr 10% der bewirtschafteten Fläche in Europa aus, aber über 60% der Betriebe sind davon betroffen. Das ist natürlich für die ABL eine Herausforderung, damit umzugehen. Einerseits setzen wir uns für kleine Betriebe ein. Ich denke jetzt mal, viele dieser Betriebe sind Subsistenzbetriebe in Rumänien, in Bulgarien, die vielleicht nur ein, zwei, drei Hektar bewirtschaften und dort als Selbstversorger mit Gemüse, mit ein bisschen Kartoffeln, Getreide und etwas Vieh leben. Da muss ich ehrlich sagen, das finde ich sehr sympathisch, dass man die in Ruhe lässt und ihnen die paar hundert Euro, die sie da an europäischen Geldern kriegen, ohne weitere Voraussetzungen gewährt. Andererseits gibt es natürlich auch unter 10 Hektar zum Beispiel intensive Gemüsebaubetriebe in Deutschland oder teilweise auch Nebenerwerbsbetriebe, die vertragsgebunden für eine Biogasanlage in Monokultur Mais anbauen. Ne? Also es wird da immer Profiteure geben, denen man eigentlich diese Freiheit von Kontrollen und Auflagen nicht unbedingt zugestehen möchte. Aber für mein Gefühl überwiegt doch der Gedanke, Mensch, lass diese kleinen und Kleinstbetriebe doch bitte wirklich in Ruhe. Die haben den gleichen bürokratischen Aufwand wie der Großbetrieb. Und ist auch ein Faktor, der Leute dazu bringt,
ihre Betriebe aufzugeben oder auszusteigen oder zumindest dazu führt, dass es keine Nachfolger gibt. Auch in Deutschland gibt es solche Betriebe, kleine Nebenerwerbsbetriebe, die noch ein paar Wiesen, Weiden bewirtschaften, was weiß ich, Schafe halten, ein paar Mutterkühe, Streuobstwiesen. Auch die finde ich, da finde ich das sympathisch, dass man die nicht weiter behelligt. Also diese eine Erleichterung, die finde ich, ist auch etwas anderes als das, was da an Umweltstandards und so weiter abgeräumt wird. Das ist eine, ja, ist eine durchaus diskussionswürdige Herangehensweise der EU-Kommission in diesem Fall. Wenn man nochmal einen Ausblick wagen will, die GAP läuft ja noch ein paar Jahre, es wird auch eine neue GAP geben. Wie geht es da weiter? Da machen sich ja viele auch schon Gedanken. Wir haben in wenigen Tagen die Europawahl. Was da ja zu befürchten ist, ist ein massiver Rechtsruck, dass rechte, rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien in ganz Europa an Einfluss und Macht gewinnen. Und ja, Ursula von der Leyen hat ja sich in mehreren Interviews jetzt oder Gesprächen schon geäußert, dass sie sich da durchaus eine enge Zusammenarbeit mit diesen rechtspopulistischen Parteien vorstellen kann, vielleicht nicht mit der AfD, aber mit den Neofaschisten in Italien oder mit der Peace-Partei in Polen und, und. Und das sind Entwicklungen, die mich für die Zukunft der gemeinsamen Agrarpolitik auch besorgt machen. Denn wenn ich mit einer Partei zusammenarbeite, die zum Beispiel den Klimawandel leugnet, die wird ja sehr wenig Antrieb haben, irgendwelche Klimamaßnahmen in der GAP zu fördern. Und, und. Da sind dann auch viele Parteien dabei, die ihrer Wählerschaft gerne eine bedingungslose Direktzahlung zukommen lassen wollen, ohne Auflagen, ohne Anforderungen. Also das ist auch ein weiterer Faktor, der für die nächste Zukunft eigentlich nichts Gutes für die Weiterentwicklung der GAP verheißt. So, damit will ich es auch mal bewenden lassen mit diesem kleinen Ausblick. Wie gesagt, das sind alles nur Überlegungen, Beobachtungen von jemandem, der versucht zu verstehen, was da gerade alles so passiert.